Hallo? Jo, Micha, Seba hier. Hi, grüß dich. Jo, Hast du das warte, mitbekommen jetzt hier ich kann ihn nicht hören. mit Sound Editing? Ich kann ihn, Micha? Hallo, Micha? Seba, ich kann ihn nicht Ja? hören. Ich kann ihn nicht. Ja, herzlich willkommen zu Gefährliches Ganzwissen, der ganzheitlichen Wissenssendung für eure Ohren. Ja, wie ihr hören konntet, Soundmixing, wichtiges Thema. Wichtiges Thema. Wenn der Sound nicht stimmt, dann ist auf jeden Fall nur die Hälfte der Informationen da. Und so sollte es nicht sein. Deswegen ist unser Thema heute Soundmixing, Sound Editing. Warum wurden die Kategorien bei den Oscars jetzt eigentlich zusammengeworfen und wie unterscheiden sie sich eigentlich? Mit mir am Mic, Seba und Phil. Hallihallo. Einen wunderschönen guten Tag hier. Hi, Micha. Na, grüßt euch. Ja, Oh je. genau, so schnell kann es schief gehen, ne? Wenn man es nicht richtig Ja, macht und wenn man man den einmal nicht Regler mit an der Profis. falschen Stelle hat, ja. Genau, die Regel an der Stelle, so sieht's aus. Nichtsdestotrotz hat die Academy dieses Jahr bei den Nominierungen erstmalig beschlossen, die zwei Kategorien Sound Mixing und Sound Editing einmal zusammenzuwerfen. Und wir wollten das einfach mal als Anlass nehmen, da mal tiefer gehen, ein bisschen drüber zu sprechen. Ja, vor allen Dingen, wie du gerade schon anfangs gesagt hast, man sieht einfach, wie wichtig diese Kategorien sind. Und ich möchte jetzt einfach mal vorne wegschieben. Ich bin da jetzt auch wirklich not amused. Also mich trifft das. Ich finde das extrem schade, dass so zwei so wichtige Kategorien jetzt einfach auch wieder so zusammengeworfen werden, als ob das so eine Mischpoke wäre. Das ist so ein Aber bisschen, sorry, wenn ich da, also ja. ich stimme dir dazu, aber es ist ja eigentlich, sind ja zwei komplett unterschiedliche Handwerksbereiche, ne? Also das So sieht es Einzige, was nämlich sie aus. zu tun haben, ist ja Ton. Also ein bisschen so, als würde man jetzt Fotografie und Malerei zusammenwerfen, weil es beides Bilder sind, ne? Genau, du triffst den Nagel auf den Kopf. Ne? Und ich meine, wenn man jetzt auch quasi einfach mal durchgeht und die ganzen anderen Kategorien betrachtet, ne? Also du hast jetzt gerade das so abstrakt geäußert, aber du, warum wirft man nicht Kamera und Schnitt zusammen? Weil am Ende des Tages ist es beides, hat es mit dem Bild zu tun. Oder Kamera Warum und gibt visuelle es. Effekte oder so? Genau, das kann man immer weiter spinnen und dann sagst du, ja gut, Musik, warum muss es da einen Score und einen Original-Song geben? Es ist beides definitiv Musik, warum nicht beste Musik? Und am Ende des Tages kannst du es dann runter reduzieren und dann sagst du, ja, dann machen wir halt nur noch eine Kategorie, bester Film und das war's, ne? Also es ging ja schon ein Stück weit immer darum, Best auch die everything. verschiedenen Best Everything. Best, best, best. Ich meine, am Ende ging es halt immer darum, auch diese Bandbreite der Industrie darzustellen, ne? Und wie viele Leute daran beteiligt sind und wie das Hand in Hand geht und dass wirklich alle Teilbereiche wichtig sind. Und dementsprechend finde ich es halt echt schade, dass sie das jetzt zusammengeworfen haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns einfach nur mal ganz kurz schauen, warum wurde das jetzt zusammengeworfen? Es hat natürlich jetzt mehrere Ursachen. Zum einen, ich glaube, der augenscheinlichste ist der, dass die Soundkategorie tatsächlich eine der zumindest bei den Zuschauern weniger beliebteren Kategorien ist. Ne? Also das heißt, die hat eh schon immer irgendwie zum Ende hin stattgefunden und diese Sendung hier zeigt ja auch wieder, ne, dadurch, dass wir das erklären müssen, wo da der Unterschied ist. Viele haben da auch nicht vielleicht das technische Verständnis, was es mit dieser Kategorie auf sich hat. Also am Ende des Tages war es so die klassische, ich sag mal, Pipi-Pause-Kategorie, wo man sagt, oh, jetzt kommen die Soundkategorien, da gehe ich mal ganz kurz austreten. Das wird mit Sicherheit ein Grund gewesen sein. War für mich aber immer ein Highlight, die Kategorie. Ja, für Also mich beide auch. Kategorien, ne? Also ich Ja, war da immer ja. so, ich will das sehen, ja. Ich Oder hören. tatsächlich auch, weil wir werden ja gleich nochmal auf die Ausdifferenzierung eingehen, was jetzt genau Ja. Sound Editing und Sound Mixing ist. Aber was ich da immer sehr schön fand, war, es hat einem dann so ein bisschen die Nase drauf gestupst. Ja, dass man sich als filminteressierter Mensch dann auch ein bisschen mehr auf den Ton mal konzentriert hat und sich damit auseinandergesetzt hat. Von daher bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie womöglich zukünftig da die Bewertungen bei der zusammengeworfenen Kategorie sozusagen sind. Und wie. Definitiv. Ja, und nochmal zurück auf das Thema, warum wurden die jetzt zusammengeworfen? Es ist natürlich klar, dass gerade in so einer Kategorie die Grenzen da auch verschwimmen. Ne? Also wir erklären gleich, was die einzelnen Begriffe sind, aber mittlerweile ist es so, dass der Sound Editor auch oft beim Mixing zugegen ist und umgekehrt. Also es gibt da schon sehr, sehr große Schnittmengen, aber das zeigt auch einfach, wie verzahnt einfach dieser Bereich auch ist. Im Übrigen ist es auch so gewesen, dass in der Vergangenheit der Oscars, ich glaube, das eine der Kategorien ist, die auch ständig irgendwie umbenannt wurde, wieder zusammengelegt wurde.
weil ich ja gerne so mit historischen Fakten auch um mich werfe, hier mal die ganze, der ganz kurze Abriss. Sound an sich gibt es seit den 30er Jahren, hieß auch, als es eingeführt wurde, dann erstmal Sound Recording. Und das ging dann eben auch eine ganze Zeit so, nämlich bis 58, wo die Kategorie dann eben in nur Sound umbenannt wurde, so wie sie eben jetzt heißt. Und wie gesagt, dann von 58 bis 2003 hieß sie halt Sound und erst 2003, also gar nicht so lange her, hat man aus dieser Kategorie das Sound Mixing gemacht. Warum hat man das Sound Mixing daraus gemacht? Weil zwischendrin kam eben noch das Sound Editing dazu. Das gibt es eigentlich in der Form erst seit 1963, weil diese Kategorie gehörte davor eigentlich mit zu den Special Effects. So, die ja bekanntermaßen irgendwann später dann auch getrennt wurden und jetzt explizit auch mittlerweile wirklich auf das Visuelle beschränkt sind. Ja, das Ganze, wie gesagt, dann im Endeffekt von 39 bis 62 zugehörig zu den Special Effects und ansonsten ab 67 und einmal 67 und einmal 75 war es so, dass man das getrennt hatte von den Special Effects, dann hieß die Kategorie Editing hieß damals dann zweimal Sound Effects, also im Gegensatz zu den Special Effects, dann die Sound Effects. Und last but not least, dann 77, 81 und bis 99 dann hat es dann Special Effect Editing gehießen. So, und erst seit 2000 heißt es Sound Editing, so wie wir es zuletzt jetzt gekannt haben. Special Effect Editing, da stelle ich mir aber auch was ganz anderes drunter vor. Ja, total, ne? Ja. Ne? Mhm. Also hat dann für mich so mit Sound... Sound Effect Editing. Ja. Okay. Du hattest gut. Special Effects und Sound Effect Editing, so rum. Mhm. Okay. Ja. Und genau, Mixing, Mixing war auch eine Kategorie, trotzdem. Also es gab Special Effects, Mixing und Sound Effect Editing. So sieht's aus. Wie gesagt, es waren immer nur zwei parallel, aber Mixing so in der Form gab es, zumindest hieß es dann so, erst seit 2003. Davor war das halt Sound bzw. Sound Recording. Okay. Ja. Ja, aber was unterscheidet denn die beiden jetzt tatsächlich? Jetzt haben wir so viele Begriffe da geworfen und jetzt schwirrt mir, um echt zu sein, so ein bisschen der Kopf angesichts dieser Mixing, Special Effects hier, Editing dort. Was steckt denn dahinter? Ja, ich habe im Prinzip drei interessante, Beschreibungen dafür gefunden, was diesen Unterschied beschreibt. Und zwar ist das eine, das Sound Editing ist das, was das Publikum hört. Mhm. Ne? Also es geht da im Speziellen um die Erschaffung von Klängen. Und das Sound Mixing im Gegensatz dazu war dann immer die Kategorie, in der es darum ging, wie das Publikum diese Töne hört. Mhm. Ne? Also wie werden diese am besten eingesetzt und ausbalanciert. Mhm. Interessant auch, weil wir ja vorhin drüber geredet haben, dass man ja viele Kategorien vermischen könnte. Zum Sound Mixing gehört natürlich auch die Musik, weil die wird ja genauso zu den Tönen gemischt, wie eben auch die Dialoge, die Umgebungsgeräusche und sonstige Geräusche, die dort stattfinden. Und am treffendsten fand ich am Ende den Vergleich, dass man gesagt hat, wenn man bei diesem Musikbezug bleiben will, der Sound Editor ist so ein bisschen der Komponist, der entscheidet, was der Zuschauer hört, ne? Also er stellt die Partitur und der Mixer ist wie ein Dirigent von einem Orchester, der dann sagt, das hat jetzt bitte, die Streicher spielen jetzt bitte so laut und die Bläser dann entsprechend leiser. Also das ist das, was der Soundmixer macht, so ein bisschen der Dirigent von dem Ganzen. Ja, bei mir, ich habe mir das immer so gemerkt, anhand eines Actionfilms sozusagen, der Sound Editor ist derjenige, der die geilen Explosionen macht und die Schussgeräusche und so etwas, der also da tatsächlich für sorgt, eben das, was du hörst, und der Sound Mixer, wie du schon sagtest, so ein bisschen arrangiert das dann, dass du nicht so einfach billiges, blechernes Geballer hörst, sondern dass das alles dann auch harmonisch irgendwie mit der gesamten Umgebungslautstärke und so einhergeht, tatsächlich mit der Musik und so weiter und so fort. Aber ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen an diesen Special Effects im Soundbereich sozusagen entlang gehangelt, weil das für mich sehr schlüssig war, dass der Sound Editor das irgendwie zusammenbastelt und nicht nur das, aber auch das sozusagen, den einzelnen Ton, den einzelnen Schuss und die einzelne Explosion, und der Sound Mixer macht dann das einmal drumherum. Das ist jetzt sehr plakativ,
an der Stelle, ja. Aber relativ vereinfacht hat das dann für mich so ein bisschen die Sache klarer gemacht. Aber es ist immer noch, ja, wie du schon sagtest, irgendwie alles hängt ja dann am Ende doch irgendwie zusammen. Ja, ich finde den Orchestervergleich eigentlich ganz treffend. Der ist, ne? Echt auch nicht schlecht. Du hast halt ja. Die Partitur, ne? Was spielt die Oboe, was spielt die Harfe und so weiter. Und dann am Ende aber kommt der Dirigent und sagt so, pass auf. So hört sich das alles jetzt zusammen an. Ja. Aber es ist halt tatsächlich am Ende des Tages sehr kurz gegriffen, so wie du das dir jetzt erklärt hast, erklären sich das wahrscheinlich viele, weil, wie gesagt, der Editor erschafft nicht nur neue Geräusche, ne? Der bearbeitet auch bereits aufgenommene Geräusche, was viele auch unterschätzen ist, welche Wichtigkeit ein Dialog für einen Film hat. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie einfach ein Mikrofon irgendwo ans Set stellt und da unterhalten sich zwei Leute und dann klingt das wirklich so crisp und klar, wie wir das heutzutage aus modernen Filmen kennen, sondern da wird auch extrem viel Arbeit reingesteckt. Ne? Also diese Richtmikrofone, die haben, die sind zwar außerhalb des Kamerablickfelds oder des Sichtfelds, aber die sind nur wenige Zentimeter von den Mündern der Schauspieler entfernt, um eben neben dem Gesprochenen auch die Atmung mit zu erfassen, um uns wirklich auch dann tatsächlich emotional mitzunehmen und tatsächlich jede Facette dieses gesprochenen Wortes erlebbar zu machen. Und da gibt es ja dann noch eine weitere Disziplin, von der vielleicht einige schon mal gehört haben, das ist das sogenannte ADR. Das nennt sich Automated Dialogue Replacement, weil an Sets ist es ja auch oft so, wenn man jetzt große Action-Szenen dreht, so wie du das gesagt hast, da klingen die Explosionen zwar nicht immer so, dass die jetzt, so wie du gesagt hast, schon direkt bombastisch sind, aber es ist extrem laut an solchen Sets. Das heißt, bestimmte Dialoge müssen im Nachhinein auch nochmals aufgenommen werden und werden dann wie bei einer Synchronisation dann quasi nochmal reingelegt, dass wir halt dann auch das perfekt verständliche Ergebnis am Ende des Tages haben. Ja. Ja, und last but not least gibt es ja dann immer noch den Part, den, glaube ich, die meisten kennen und den du vorhin gesagt hattest, Phil, nämlich dieses Erzeugen von neuen Geräuschen. Und ich meine, ein Klassiker ist halt irgendwie Jurassic Park, damit bringt das automatisch jeder in Verbindung. War zwar nicht das erste Mal, dass das passiert ist, aber wer saß nicht im Kino und hat diesen Dinosauriern abgekauft, dass die so klingen? Anders kann ein Dinosaurier gar nicht klingen. Ja, man muss immer im Hinterkopf behalten, es kann eigentlich keiner wissen, wie ein Dinosaurier klingt, weil die haben vor Millionen von Jahren hier auf diesem Planeten gelebt. Es gibt keine Audioaufzeichnung. Das ist alles der Fantasie von einem Editor entsprungen. Und wir nehmen das mittlerweile gefühlt für bare Münze. Also das ist wirklich das Erstaunliche. Ja, das stimmt. Da wird dann einfach so aufgenommen, wie irgendwie eine Seekunde Grapefruit besteigt. Ne? Also so ist ein Dinosaurier. Ja, wobei, da sind wir ja fast schon wieder an dem letzten Part, der eben noch zu dem Editor gehört. Und dann haben wir den Komplex eigentlich auch schon fast abgeschlossen. Das sind nämlich die sogenannten Foley-Geräusche. Ne? Also auch neben den Stimmen, die eben dann eine wichtige Rolle spielen in Filmen, reicht es nicht, wenn man das Mikrofon einfach am Set steht, dass man jeden Schritt und ob er da jetzt in eine Pflütze reinsteigt, so klar hören, wie wir es am Ende hören. Das heißt, auch diese Geräusche, ne, das Rascheln von Anzug, von Stoffen, das wird nachträglich aufgenommen und dann entsprechend dann durch den Mixer dann so in Szene gesetzt, dass wir dann am Ende das perfekte Audioerlebnis haben. Ja, und das Interessante eben, finde ich, an Foley-Geräuschen ist halt auch eben, dass die ja häufig auf sehr unorthodoxe Weisen auch erzeugt werden. Ne? Also sowas Simples wie irgendwie wie so Schritte oder so, werden dann häufig auch ganz anders erzeugt, als eigentlich das Schrittgeräusch eigentlich erzeugt worden wäre. Also deswegen auch gerade Jurassic Park ist so ein spannendes Beispiel, weil da auch in der Featurette irgendwo auf der DVD oder so im Bonusmaterial dann ja auch gezeigt wurde, wie die dann zum Beispiel dieses Schlüpfen von dem Dinosaurier aus dem Ei irgendwie gemacht haben, ne? Und da eben auch, wie der Typ dann dasteht und irgendwie so eine Pampelmuse knetet. So. Und du dir so denkst, okay, das hat jetzt eigentlich mit dem, was man sieht, jetzt erstmal nichts zu tun, funktioniert dann aber perfekt und ist dann einfach ein glaubwürdiger Ton am Ende des Tages. Und man denkt, ja, nee, hört sich an wie ein Dinosaurier, der aus dem Ei schlüpft. So. Wer das mal live erleben will, der konnte die letzten Jahre ja mal so bei den drei Fragezeichen Live-Shows dabei sein. Da war ja auch Playback-Theater. Nicht Voll-Playback-Theater, sondern tatsächlich die drei Fragezeichen. Okay. Die sind auch auf Stadiontouren gegangen und dort war auch einer, der live die Sounds editiert, reingespielt hat. Und das war halt auch immer wieder ein Quell für Faszination und zugleich auch ab und zu Lacher, wie eben der realistische Ton aus komplett
nicht erwartbaren Dingen hervorgerufen wird. Das ist echt sehr packend. So ähnlich ist es wahrscheinlich beim Film auch. Hörspiele hatten tatsächlich am Ende des Tages den Film auch schon lange Zeit was voraus gehabt. Um jetzt ganz kurz nur zum Mixing kommen wir dann gleich nochmal. Ich möchte nochmal so die Geschichte des Tonfilms kurz mal abreißen, weil es wirklich ein Gamechanger war. Ne? Also mit den Stummfilmen ist ja relativ schnell dann tatsächlich der Wunsch nach Ton entstanden. Das heißt, man hat sich ja damals so beholfen in den Kinos, dass zumindest ein Orchester die Bilder musikalisch begleitet hat. Ne? Aber die waren dann vor Ort und haben dann passend zu den Bildern, die dann irgendwo auf der Leinwand erschienen sind, eine Musik gespielt und halt auch oft schon in gewisser Weise versucht, die Toneffekte zu machen, indem die Trommel dann nämlich bei den Schüssen quasi da auf die Membran geschlagen hat. Ne? Also das war so, dieser Wunsch war halt schon sehr, sehr früh da, weil man eben auch wusste, dass es notwendig ist, um die Leute auch wirklich komplett in dieses Erlebnis eintauchen zu lassen. Mhm. Und mit The Jazz Singer 1927, das war so der erste Film, der tatsächlich, wo der Ton am Set aufgenommen wurde und dann auch so abgespielt wurde, dem Publikum gegenüber. Das war ein Straßenfeger damals gewesen. Und die Leute waren so hin und weg von diesem neuen Kinoerlebnis mit Ton, dass im Prinzip Hollywood das sofort umsetzen wollte für alle anderen Filme. Und dann wurde eigentlich nach diesem Jazzsinger Ton zum Standard. Und interessante Anekdote für jeden, der sich das schon mal gefragt hat. Ich habe mich das zumindest in der Vergangenheit immer gefragt, warum diese ganzen Studios auf den Lots Soundstages heißen. Und es war nämlich so, dass früher gab es noch diese Unterscheidung zwischen einem Studio, wo man ohne Ton aufgenommen hat. Da konnte im Prinzip jeder so laut sein, wie er wollte von der Crew. Und dann gab es die sogenannten Soundstages, wo mit Ton aufgenommen wurde, wo man dann auch sich am Riemen reißen musste während der Aufnahme und es musste mucksmäuschenstill sein, weil eben der Ton mit aufgezeichnet wurde. Mittlerweile heißen halt alle Studios Soundstages. Ja, Soundstages, ja. So ein Überbleibsel, ja. Gibt es sich auch, jetzt weiß ich nicht, welcher Film das genau ist, aber es gibt ja, glaube ich, auch einen Film eben, wo es auch darum geht, von wegen dieser Wandel zum Tonfilm und dass manche Schauspieler dann ja plötzlich auch gar nicht mehr publikumskompatibel waren, weil die einfach eine komische Stimme hatten oder so. War das aber Artist? Nee, es war ein älterer Film irgendwie. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen Singing in the Rain, aber irgendwas, irgendwie sowas oder eher noch. Wo es eben auch darum geht, von wegen, okay, als Schauspielender ohne Ton alles gut, weil du bist halt The Face, so, ja. Aber dann auf einmal mit Ton, ja, neues Zeitalter in Hollywood angebrochen und auf einmal wurde dann halt da auch irgendwie ausgesiebt. Also man hat auf einmal nicht mehr in den Tonfilm, ins Tonfilmzeitalter gepasst, ja. Ja. Aber du, wie gesagt, man hat dann im Prinzip zumindest erstmal Ton am Set aufnehmen können. Das waren natürlich hauptsächlich Dialoge und man konnte ja auch relativ schnell dann auch die Filme musikalisch untermalen. Und ganz interessant, ihr müsst euch einfach mal einen Film auch angucken, der irgendwie aus den 30er Jahren kam, wie vom Winde verweht, wie extensiv da auch der Einsatz noch von Musik ist. Das ist deutlich mehr, als es heutzutage der Fall ist, weil man eben dadurch hat auch versucht, ein bisschen zu kaschieren, dass es eben nicht für jede Umgebung oder für jeden Soundeffekt da den passenden Ton schon zur Hand gab. Das nochmal zu dem Thema Musik in Filmen, zumindest damals. Ich wollte jetzt aber die Brücke schlagen zu dem Hörspiel, ne? Und das war nämlich so ein bisschen der Game Changer. Ich weiß nicht, ob euch das Hörspiel Krieg der Welten von Orson Welles was sagt, 1947. Ich ahne, worauf du hinaus möchtest. Genau. Und zwar war es nämlich da damals so gewesen, dass im Gegensatz zu den Filmen Hörspiele schon damals deutlich aufwendiger produziert werden mussten, um eben durch das fehlende Bild den Leuten, die Vorstellungskraft so weit anzuregen, dass sie der Geschichte folgen konnten. Ne? Ende des Liedes war, dass viele unbeabsichtigt, weil sie das Radio gerade eingeschaltet hatten, mitbekommen haben, dass es sich um ein Hörspiel gehandelt hat und die das wirklich dann für bare Münze hielten und dann quasi gedacht haben, dass draußen gerade die Alien-Invasion losgeht. Also das ist zumindest so das, was so erzählt wird als Urban Legend. Ich war persönlich 1947 noch nicht dabei, aber. Ja, da müssten wir Andi fragen. Genau. Der ist leider nicht dabei. Quasi ja. Der ursprüngliche Deepfake. Ja, so kann man sagen. Genau, so, was? Ja.
In der Tat, in der Tat. Ja, aber ich finde das aber ganz interessant. Also du hast jetzt gerade vom Winde verweht so erwähnt und für mich hatte das eher so ein so den Eindruck irgendwo, so dass das halt diese Emotion so tragen soll und dass nicht viele Worte oder viele Geräusche im Zweifel auch braucht, um diese Dramatik und diese alles so hervorzuheben sozusagen, aber dass das da womöglich eine Kaschierung ist, das war mir so gar nicht bewusst. Wobei tatsächlich irgendwie so Dramaturgie und Musik und Wirkung von Ton, also ich habe es gerade eben schon gesagt, so ein bisschen, also es hat Auswirkungen auf mich, wie ein Film wirkt, ob er still ist, ob er Musik hat, welche Musik er hat. Also bei Horrorfilmen gehe ich steil. Bei Horrorfilmen gehe ich steil, wenn du ganz subtile Musik hast. Ganz, ganz krass. Ja, du also vor allen Dingen Ton der unsichtbare Hauptdarsteller, so, ne? Ja. Es ist auf jeden Fall eine unsichtbare Kunstform, ne? Und das Erschreckende, in Anführungsstrichen, ist ja eigentlich, dass der Ton mittlerweile so gut geworden ist, dass wir den gar nicht mehr in Frage stellen. Bei visuellen Effekten ist es ja oft so, dass viele noch sagen, das ist ja computeranimiert, das ist dieses, das ist jenes. Aber wie oft kommt es vor, dass jemand sagt, nee, das klingt nicht so, wie das eigentlich klingen müsste. Ne? Also das heißt, diese Kunstform ist eigentlich schon so weit, dass wir das für bare Münze nehmen. Ja. Und was die Musik angeht, Musik ist ein unheimlich wichtiger Faktor im Film, will ich gar nicht absprechen. Aber für mich ist Musik so ein bisschen, ich nenne es jetzt ganz böswillig, Effekthascherei. Weil Musik ist eigentlich immer so, die zeigt uns, was wir zu fühlen oder sagt uns, was wir zu fühlen haben. Wenn es traurige Musik gibt, ist es ja schön, dass Musik so funktioniert, aber es ist so von wegen, du hast jetzt traurig zu sein. Ich spiele dir jetzt dieses Musikstück, das heißt, die Szene ist traurig. Und das ist wie so ein Laugh-Track. Ja, es ist ja so. Ich meine, denk dir irgendeine Szene aus, eine x-beliebige, und wenn da fröhliche Musik läuft, dann hat die eine andere Wirkung, als wenn da traurige Musik läuft. Ne? Oder gar keine Musik, ja. Oder gar keine Musik und da gab es ja auch zum Beispiel dieses Beispiel mit der Soldat James Ryan, fand ich auch super, wo am Anfang bewusst auf Musik verzichtet wurde, einfach um dem Zuschauer auch wirklich diese, die Gefahr und diese Extremsituation des Krieges näher zu bringen. Der wäre auch komplett raus gewesen, wenn da noch Musik laufen würde. Und gleichzeitig zeigt dieser Film halt auch sensationell, was für ein wie halt Soundeffekte auch funktionieren, weil wir sehen nicht wirklich viel. Die handgeführte Kamera begleitet Tom Hanks im Prinzip mit über die Schulter. Man sieht nicht das gesamte Ausmaß des Schlachtfeldes, man folgt einfach nur dieser einen Figur. Und das, was über den Ton stattfindet, im Prinzip aus Kanonenschüssen und Gewehrsalven aus allen Richtungen, das vermittelt uns ja eigentlich diese Brenzligkeit der Situation. Am Ende des Tages ist eigentlich der Klang erst das, was uns eine Szene tatsächlich erleben lässt. Also es versetzt uns in die Umgebung. Ne? Also wenn wir nur ein Bild haben und das anschauen ohne Ton, dann hat man immer noch so ein bisschen Distanz dazu. Und erst durch den Ton ist es tatsächlich so, wenn wir jetzt quasi nicht nur den Fluss sehen, sondern auch das hören, dann kaufen wir das ab, dass da tatsächlich jetzt gerade ein fließender Fluss vor uns ist. Ja, oder tatsächlich also auch die konkrete Abwesenheit von Ton. Du hast jetzt gerade Soldat James Ryan gesagt. Mir fällt zum Beispiel auch gerade nochmal Gravity ein, wo ich im Kino auch da saß und auf einmal schon fast mich, also ich war noch nie in einem schalldichten Raum, in einem schalltoten Raum, aber so habe ich mich in dem Kino gefühlt, weil eigentlich, du hattest so viel Bombast in Gravity und das gesamte Gepiepe von irgendwelchen Raumstationen, dann sind die irgendwann im Weltraum, was ein Raum ist ohne hörbaren Ton, und dann hörst du da im Grunde nur noch die da atmen, beziehungsweise den Funk, und das ist natürlich dann auch etwas, was wo eine Stimmung erzeugt wird durch Abwesenheit von Ton. Sensationell, ja. Immer genau das, was der Regisseur dann halt gerade als Intention sieht. Ich finde es auch verrückt, jetzt stellt euch mal folgende Szene vor, Krieg der Sterne, ne? Also der klassische Krieg der Sterne, wo am Anfang die Raumschiffe über einen hinwegfliegen. Macht euch mal den Spaß und guckt euch mal die Szene ohne Ton an. Und die Wirkung geht komplett verloren. Also es ist wirklich so, als ob, sieht nett aus, gar keine Frage, aber erst dieses Raum, das durchs Publikum geht, das wird erst tatsächlich erschaffen mit dem Full Package, wie man so schön sagt. Aber
Aber bei, genau, das Full Package ist hier halt das Stichwort, weil es ist nicht nur der Ton der Raumschiff, sondern es ist halt auch die Musik bei Star Wars, ne? Also die macht halt, Bild obwohl du und hast, Ton, ja. Genau, weil du hast Musik gerade so, ne, dargestellt als, ja, okay, das ist halt eigentlich emotionale Manipulation, ne? Und eigentlich ist das unmittelbare Erlebnis durch den Ton der Szene eigentlich, ja, wird verursacht, aber es ist, wie du gerade sagst, eigentlich das Komplette. Also das eine geht nicht ohne das andere, beziehungsweise die Frage natürlich nach der Intention, ne? Was ist die Intention? Weil keine Musik ist eine Intention, kein Ton ist eine Intention, ne? Und Ja. einfach das adäquate Mittel für den adäquaten Eindruck zu wählen, ja. Und das ist jetzt halt ja auch die schönste Überleitung, die wir uns zum Mixing suchen konnten. Denn das ist nämlich genau das, was die Kategorie Sound Mixing immer ausgezeichnet hat. Wie setzt man diese einzelnen Elemente zusammen? Ne? Wann zeige ich jetzt quasi nur Musik? Wann zeige ich jetzt Ton? Wie laut muss der Dialog sein? Wie bringe ich das am besten zur Geltung, um einen entsprechenden Effekt bei den Zuschauern, dann einen emotionalen Effekt bei den Zuschauern auszulösen. Ja, ich finde, Und ja, komm, ja, ich wollte kurz mit Blick noch auf die Nominierung dieses Jahr ja. auch nochmal, also ich weiß nicht, ob du da noch drauf zu sprechen kommen wolltest auch, weil ich finde es jetzt nämlich eben schade ein bisschen, dadurch, dass die beiden Nominierungen oder dass die beiden Kategorien jetzt zusammengewürfelt wurden, ist es für mich auch weniger nachvollziehbar geworden, warum die Filme jetzt eigentlich nominiert sind. Also so die Feingliederigkeit davor hat mir irgendwie mehr Anhaltspunkt gegeben, warum die Filme jetzt nominiert sind. Also für was genau? Und jetzt dieses einfach nur Sound. Ich verstehe schon, dass das Gesamtpaket hier ausgezeichnet wird gewissermaßen, ne? Also um Ja. mal kurz auf die Nominierungen auch einzugehen. Also wir haben Sound of Metal, wir haben News of the World, Greyhound, Mank und Soul. Aber tatsächlich unter den 5 Nominierungen fällt es mir jetzt schwer zu sagen, der ist nominiert, weil. Also vielleicht kommt das mit den Jahren jetzt, dass wir uns an diese neue Kategorie, sorry, für diese neue Kategorie auch uns dran gewöhnen. Aber ja, irgendwie finde ich jetzt, ja, okay, Sound of Metal, ja, hatte irgendwie einen coolen Ton, da wurde viel mit dem Ton gespielt. Aber jetzt, warum jetzt so ein Ding wie Greyhound zum Beispiel nominiert ist, da denke ich mir so, ja, weiß ich Ja. jetzt nicht. Also ist jetzt gut gemixt oder hat jetzt gute zusätzliche Soundeffekte oder ne, warum ist er jetzt nominiert? Ja. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Also im Prinzip ist es jetzt nicht mehr so wie früher direkt ersichtlich, ob es jetzt die erzeugten Geräusche sind oder die Abmischung der Geräusche, die quasi dazu geführt hat, dass der Film nominiert ist. Mit ein Grund, warum eben diese beiden zusammengeführt wurden, ist, dass ja viele Grenzen auch verschwimmen zwischen Editing und Mixing. Ne? Das heißt, der Sound Editor ist oft beim Mixing zugegen. Um jetzt auch nochmal ein greifbares Beispiel zu nennen, ist der Film Baby Driver, wie der mit Soundeffekten und Musik so spielt, dass das eine das andere bedingt. Ne? Also du hast quasi eine Musik, die läuft und die Soundeffekte sind so auf den Takt der Musik gesetzt, dass im Prinzip da die perfekte Symbiose aus diesen beiden Kategorien tatsächlich vorliegt. Bei den Filmen jetzt hier sehe ich das auch nicht auf den ersten Blick, wo ich sagen kann, ah ja gut, aber Greyhound, da ist der Score jetzt so mit den Kriegsgeschehen verwoben, dass das jetzt eine Mischkategorie ist. Nee, da müsste man wahrscheinlich eher in die Recherche reingehen und gucken, wer ist da nominiert, und was haben diese Leute tatsächlich dann, für Aufgaben gehabt aus Ja. diesem Und für breiten mich zum Beispiel, Potpourri. genau, also Greyhound ist jetzt so ein Beispiel. Für mich jetzt zum Beispiel Sound of Metal sehe ich absolut in dieser Kategorie. Ja. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ich sehe den aber eher als Achievement im Mixing als ein Achievement im Sound Editing. Ja. Also, ne, also wie der Film mit Ton und mit Kulisse insgesamt umgeht, als mit einzelnen Zutaten dieser Kulisse so. Ja. Deswegen ja. Schauen wir mal, wie sich die Kategorie so entwickeln wird über die Jahre und das Verständnis auch für die Kategorie vielleicht bei uns auch reifen wird. Du, wie hat, ich glaube, George Lucas war es, so schön gesagt, Sound is half the experience. Und am Ende des Tages ist es wirklich, die Hälfte ist Bild, die Hälfte ist Ton. Und der Und Ton jetzt ist besteht es natürlich auch nur aus noch half the Musik und category. Co. Und jetzt ist es halt wirklich nur eine Kategorie und ne, die anderen Kategorien kommen da halt deutlich breiter gestreut daher. Mit, wie gesagt, Visual Effects und Kamera und eigentlich ist das auch alles Bild. Ich finde es schade, ne, gerade weil ich mich da auch sehr dafür interessiere.
ne, wie solche Sachen zustande kommen. Ja. Naja, vielleicht in der Zukunft dann wieder. Ich meine, wir hatten es ja bis 2003 gab es auch die eine Soundkategorie, haben wir gelernt, 2003 wurde es aufgesplittet. Das heißt, es besteht ja noch Hoffnung, dass vielleicht in 10, 15 Jahren das wieder aufgesplittet wird. Wer weiß. Ja. Wir werden es sehen. Ganz genau. Ja, vielen Dank für die Aufklärung. Sehr gerne. Ich glaube, das ist so eine Frage, Sound Editing, Sound Mixing, was jedes Jahr aufs Neue aufkommt, denn das ist irgendwie so eine brennende Frage gewesen. Jetzt haben wir sie aufgeklärt. Obwohl, jetzt ist es ja nicht mehr so wichtig für die nächsten Jahre. Aber in 10, vielleicht 15 Jahren wird es wieder wichtig. Und generell zum Verständnis auch. Egal, bevor ich mich verrenne, vielen Dank dir, lieber Sieber. Wir werden es erleben. Genau. Wir hören bis dahin. Uns. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dahin. Tschüss. Ciao.